Eines der geilsten, der besondersten Spiele im Weltfußball, das ist natürlich das El Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona im Santiago Bernabéu und ich darf mitspielen, vielleicht sogar zum entscheidenden Spieler werden. Eine weitere Folge meiner Spielerkarriere ist am Start. Servus oder so, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen jetzt hier gleich gegen Cadiz. Das wird logischerweise schnell simuliert, hat die Abstimmung so ergeben. Vorher kümmern wir uns aber um eine Sache, die in der letzten Folge zu kurz kam. Und zwar haben wir ja ein paar Ausrüsterangebote. Zum einen möchte Puma natürlich, dass wir den Vertrag bei ihm verlängern. Aber auch Adidas und Nike haben Angebote unterbreitet. Die Entscheidung dazu habe ich euch überlassen. 13% sagen, ich soll bei Puma bleiben. 38% bevorzugen einen Wechsel zu Adidas. Ihr merkt schon, der Sieger ist Nike mit ganzen 48%. Wir suchen uns hier also neue Schuhe raus. Und eigentlich kann die Wahl dann nur auf die hier fallen. Das sind auch die Schuhe, die ich mir eigentlich immer im Real Life kaufe. Von daher passt das ganz gut. Und mit den neuen Tretern rein ins erste Duell. Lasst dabei gerne Daumen da. Ich brauche euren Support. Letzte Folge nur 8000 Daumen erreicht. Männer, da geht definitiv mehr. Von daher supportet ordentlich rein. Was ist denn das schon wieder für ein Start? Wir verlieren mit 3:2 gegen den Club, der doch eigentlich deutlich schwächer sein sollte. Wir kämpfen hier mit dem FC Barcelona halt ernsthaft gegen den Abstieg. Wobei natürlich, wir sind erst im Dezember. Also eine Qualifikation für Europa sollte schon noch drin sein und ist doch auch eigentlich absolute Pflicht mit dem Kader. Ich meine, wir spielen aktuell ja auch nicht umsonst Champions League. Da ist es natürlich auch eine sehr enge Geschichte. Und zwar geht es jetzt im direkten Duell gegen Lazio um den Einzug ins Champions League Achtelfinale. Es ist wirklich ein ganz extrem wichtiges Spiel. Ich habe keinen Bock, jetzt schon in der Champions League rauszufliegen. Ich möchte wieder so Spiele haben wie letzte Saison gegen Paris Saint-Germain. Da war es natürlich noch mit Inter Mailand. Die Schwierigkeit habe ich übrigens heruntergesetzt von Legende auf Weltklasse. Was ist das für ein Bug da schon wieder? Hey, schaut euch mal das an. Da stehen einfach zwei Typen auf dem Feld. Ich wollte jetzt eigentlich über die Schwierigkeit reden, aber was ist das denn bitte? Ja, ich blende trotzdem mal die Abstimmung jetzt ein. Ihr habt entschieden, dass wir ab sofort nur noch auf Weltklasse spielen. Wir probieren es zumindest mal aus. Kann ja sein, dass sich gar nicht so viel tut. Der Pass ist nicht schlecht. Ich muss Ansu Fati einfach direkt nehmen. Muss jetzt eigentlich auch mal testen, ob ich durch diese Typen hier einfach durchlaufen kann. Anscheinend. Also die haben keine Hitbox. Nee. Aber das würde den Bug auch nur noch schlimmer machen. Ansu Fati schießt da einfach mal. Durch die Veränderung der Schwierigkeit sind jetzt aber natürlich nicht nur meine Gegenspieler schlechter geworden, sondern auch meine Mitspieler, die das da mal wieder nicht perfekt zu Ende bringen. Coutinho Fati. Also man merkt noch keinen so großen Unterschied. Da müsst ihr doch einfach nur schießen. Ein bisschen zu spät wieder. Aber die Lücken in der gegnerischen Defensive sind definitiv ein bisschen größer geworden. Aber einen krassen Unterschied merkt man jetzt noch nicht. Aber vielleicht muss ich mich auch einfach erstmal dran gewöhnen. Was zur Hölle treibt Maguire denn da? Geht komplett auf die Seite und dann in der Mitte. Ist es doch eigentlich ein Foul. Schwierigkeit runtergestellt. Trotzdem geht der Gegner in Führung. Aber was da in der Mitte passiert, ist erst Maguire komplett von allen guten Geistern verlassen. Dann rempelt er da einfach Piqué weg. Im Real Life wäre das ja ganz klar ein Foul gewesen. Aber so liegen wir jetzt mal wieder in Rückstand. Und ihr wisst ja, was Sache ist in der Gruppe. Wir müssen hier noch mindestens zum Ausgleich kommen. Und da ist das Tor. Ferran Torres macht er sehr stark. Ich habe zumindest mal den Angriff eingeleitet mit diesem Pass hier auf Ousmane Dembélé. Der legt ihn direkt weiter. Und Ferran Torres schlägt eiskalt zu. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie das hier bei einem Unentschieden ausgeht. Auf welchem Platz wir dann sind. Aber gleich werden wir es erfahren. Ich wäre gerne noch aufs 2:1 gegangen. Aber wir haben einfach kein einziges Mal mehr den Ball gehabt. Lazio Rom hat den gehalten bis zum bitteren Ende. Das heißt, das Spiel geht hier nur unentschieden aus. Was auch gerecht ist, wenn man den Spielverlauf betrachtet. Aber was heißt das jetzt für unsere Champions League-Gruppe? Barcelona wird nur Dritter. Ihr habt es wahrscheinlich sowieso schon gewusst, weil ihr die Gruppe ein bisschen besser im Kopf hattet. Heißt, wir sind leider raus aus der Champions League, dürfen aber immerhin in der Europa League mitspielen. Ich meine, vielleicht sind wir in dem Wettbewerb sowieso besser aufgehoben. Mit dieser Krisentruppe des FC Barcelona. Anders kann man das ja definitiv nicht nennen. Gegen Valencia wird mal wieder schnell simuliert. Vielleicht gewinnen wir da ja ein Spiel. Jawohl, 3:1. Zwei Tore von mir, es geht doch.
Währenddessen wurde der Spieler des Jahres bekannt gegeben, Kylian Mbappé. Die Frage ist ja, können wir überhaupt irgendwann mal den Ballon d'Or gewinnen? Weil wir haben ja jetzt eine 87er Gesamtstärke. Höher werden wir aber in dieser gesamten Karriere höchstwahrscheinlich nicht mehr gehen, weil dieses System einfach so dermaßen sinnlos ist. Da muss ich mich echt mal kurz aufregen. Ich verstehe das 0,0, warum da bei Level 25 Schluss ist und du nicht mehr besser werden kannst. Also so wie ich das aus den Kommentaren rausgelesen habe, kann ich ja wirklich überhaupt nicht mehr besser werden. Die einzige Möglichkeit, jetzt noch die Gesamtstärke zu steigern, wäre das hier irgendwie umzuverteilen. Aber ich habe lieber einen spielbaren Charakter, der halbwegs passen kann, als dass ich jetzt hier irgendwie alles auf sinnlose Schusswerte gebe, wie zum Beispiel Elfmeter oder Freistoßpräzision, wo es sowieso nie einen Elfmeter oder einen Freistoß gibt. Außerdem wurde mir vorgeschlagen, dass ich meine Größe verändern muss, wenn ich eine bessere Gesamtstärke haben will, aber wie sinnlos wäre das denn bitte? Ich kann mich im Real Life jetzt auch nicht einfach 10 cm kleiner oder größer machen und es wird den Sinn dieser Karriere noch komplett zerstören. Also das ist echt so dermaßen lost gemacht. Ich würde es ja noch verstehen, wenn nach Level 25 Schluss ist und man keine Skillpunkte mehr bekommt, okay, aber dass man sich dann zumindest noch über sein Potenzial verbessern kann, das wäre doch eigentlich so einfach, das so einzuprogrammieren. Also ich verstehe das echt 0,0, das ist ein riesengroßer Abfuck und das heißt, wir werden zumindest gesamtstärkemäßig nie der beste Spieler der Welt sein, also nicht mal ansatzweise mit einer 87. Und für die Simulation hilft das natürlich auch nicht, da wäre so ein 94er Bernie auf alle Fälle besser, aber auch so schlagen wir zumindest mal Granada, spielen dann aber wieder nur unentschieden gegen Osasuna. Also von der Serie starten kann nicht die Rede sein. Immerhin sind wir zumindest mal einen Ticken weg von den Abstiegsplätzen. Aktuell läuft jetzt auch wieder die Transferphase. Wir werden aber auf alle Fälle beim FC Barcelona bleiben. Also ich kann jetzt nicht ernsthaft hier nach einem halben Jahr schon wieder wegwechseln. Am Ende der Saison, da können wir es uns natürlich erneut überlegen. Aber da werde ich die Entscheidung dann höchstwahrscheinlich wieder euch überlassen. Wisst ihr, was jetzt unglaublich schön wäre? So ein Sieg in einem selbstgezockten Spiel. Und was wäre da passender als das Halbfinale in der spanischen Supercopa? Hier gibt es tatsächlich noch eine Chance auf den Titel. So ziemlich die einzige übrige in dieser Saison. Wobei Europa League natürlich. Aber da müssen wir so extrem viele Spiele nacheinander gewinnen. Hier sind es immerhin nur 2. Boah, das muss es jetzt einfach sein. 36. Minute. Ich alleine gegen Jan Oblak. Jawohl. Da ist doch das Tor. Es ist nicht das erste Mal in diesem Spiel, dass ich alleine aufs Tor zu laufe. Das andere Mal war ich so konzentriert, habe ich gar nicht erst kommentiert. Deswegen wird es auch nicht ins Video reingeschnitten. Aber hier schlage ich jetzt zu. Ganz, ganz wichtige Bude und davon soll noch viel mehr kommen. In der Hoffnung, dass man die Veränderung der Schwierigkeit jetzt doch irgendwie merkt. Da bin ich schon wieder. Jetzt mal der Pass ins Zentrum. Das ist traumhaft gespielt, Männer. Ferran Torres legt ihn nochmal rüber und Nico muss nur einschieben. Genau so soll es doch laufen. Traumkombination. Ich leg den quer, nochmal quer. Ihr habt es ja selbst gesehen. Boah, das sieht echt so aus, als könnten wir ins Finale einziehen. Und so ein Sieg in einem selbstgezockten Spiel wird sich doch einfach nur fantastisch anfühlen. Wie kann der nicht drin sein? Hat der den ernsthaft gehalten oder was? Ich habe irgendwie 93 Abschluss oder so. Wie kann denn der nicht reingehen? Das war mal wieder typisch Oblak im Karrieremodus. Wird er jetzt auch den halten? Das ist die große Frage. Ich versuch's mit der kurzen Ecke. Der geht an die Latte. Ich hätte schon 5 Tore in dem Spiel schießen können. Aber ich kriege hier jetzt eine Chance nach der anderen. Die kommen nicht klar mit meinem Tempo. Schwacher Rechter. Das war gar nichts. Aber es bockt sich so schon viel, viel mehr. Ihr glaubt nicht, wie gut sich das anfühlt. Einfach mal ein selbstgezocktes Spiel zu gewinnen. Ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal passiert ist. Also es kann auch gut sein, dass es in der letzten Folge war. Aber es hat sich einfach so angefühlt, als hätten wir immer nur verloren. Maximal ein Unentschieden geholt. Und ich hoffe wirklich, dass es jetzt besser wird mit der Schwierigkeit. Es ist jetzt auch nicht so, als würden wir alle Spiele irgendwie geschenkt bekommen. Das haben wir ja schon gegen Lazio gesehen. Im Supercup-Finale treffen wir jetzt einfach auf Real Sociedad. Die haben sich 2-0 gegen Real Madrid durchgesetzt. Und das Spiel werde ich jetzt auch logischerweise wieder selbst spielen. Muss ich ja eigentlich. Denn immerhin können wir da einen Titel gewinnen. Und da wollen wir natürlich mit am Start sein. Am besten das entscheidende Tor schießen. In diesem mal wieder absolut geil aussehenden Stadion. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass meine Mitspieler seit der Umstellung auf Weltklasse ihren Spielwitz wiedergefunden haben. Was ist das für ein Hackenpass? 1-0! Erster Angriff 1-0. Ich hatte einfach mal gar nichts damit zu tun. Trotzdem bin ich natürlich der Erste, der beim Jubel mit dabei ist. Das war brutal gespielt von meinen Mitspielern. Boah, das macht dir einfach so viel mehr Bock, wenn man sich auch mal freuen kann. Janic Dembélé spielt den zu mir. Aber eine wirkliche Lücke ist gerade nicht da. Dembélé, was sind das für Traumkombinationen hier? Schade, dass das nicht mit dem 2-0 belohnt wird. Alba, Ansu Fati. Hey, schaut euch das an. Wir spielen die
schwindelig da in ihrem 16er Vorlage zu Ansu Fati. 2-0, es sieht so aus, als könnten wir die auseinandernehmen. Wir sind immer noch früh im Spiel und ich habe ja auch selbst noch gar kein Tor geschossen. Dafür gerade die zweite Vorlage beigesteuert. Mein Pass zu Ansu Fati und der ist eiskalt. Jetzt schießt Susi das die erstes Tor. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon Anschlusstreffer nennen kann. Eigentlich nicht. Lozano hat da ein bisschen Glück, dass er den Ball zurückbekommt. Es steht nur noch 3-1, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier nochmal spannend wird, weil wir dominieren die eigentlich so heftig. Was halt immer noch fehlt, ist mein Tor. Ich versuch's mal wieder. Linker Fuß. Jawohl, Junge. Sogar aus dem Winkel kann er treffen. Sehr nicer Jubel da. Wobei, gegen Herrn Oblak bin ich mir nicht sicher, ob der reingegangen wäre. Aber so ist das hier, das 4-1. Und das sollte eigentlich schon die Entscheidung sein. Und das bedeutet, dass wir endlich unseren ersten Titel in dieser gesamten Karriere gewinnen. Es gibt jetzt hier keine kranken Jubelszenen. Ist jetzt auch nicht der allerheftigste Wettbewerb, den wir da holen. Die spanische Supercopa. Ist das nicht auch der Wettbewerb, der in der Realität irgendwie im Ausland ausgetragen wird? Also nicht in Spanien selbst. Ich glaube, das war der. Es geht jetzt auch erstmal in die Kabine rein. Aber kurz darauf kommen wir wieder raus für die Vergabe der Trophäe. Kapitän Pjanic in diesem Spiel. Der klatscht nochmal ein bei Marc-André Ter Stegen. Ich bin da hinten rechts zu sehen, direkt hinter Pjanic. Auf geht's. Wie gesagt, es ist nicht der allerheftigste Titel, aber es ist ein Titel der allererste in dieser Karriere und es werden viele weitere Folgen. Und er steht jetzt auch in der Kabine. Da seht ihr ihn in der Mitte auf dem Tisch, worüber ich eigentlich noch schnell reden wollte. Ganz einfach, ich bin mir sicher, dass viele von euch jetzt schon ein bisschen Angst haben, dass es zu einfach wird mit der Schwierigkeitsveränderung. Aber wartet einfach erstmal ab. Ich kann es selbst auch noch nicht einschätzen. Man muss ja sagen, das Unentschieden gegen Lazio direkt zu Beginn spricht jetzt nicht unbedingt dafür. Es hängt vielleicht auch einfach ein bisschen vom Gegner ab. Schnell simuliert wird der eh auch noch mehr als genug. Und es macht halt so viel mehr Bock, wenn man ab und zu mal ein Spiel gewinnen kann und nicht da gefühlt jedes Mal verliert. Gerade war es halt wieder nur ein Unentschieden. Also wir krebsen so ultimativ im Mittelfeld darum. 29 Punkte aktuell, das sind 18 Punkte Rückstand auf den erstplatzierten Real Madrid. Also, dass wir die nochmal einholen, da braucht schon ein halbes Wunder dafür. Gegen Atletico werde ich jetzt ausnahmsweise schnell simulieren, weil wir haben ja schon gegen die gespielt in dieser Folge. Zweimal wäre dann ein bisschen Quatsch. 2-4 kriegen wir auf die Schnauze. Das tut richtig weh. Und nebenbei würde es mir jetzt eigentlich auch mal interessieren, wo wir in der Torjägerliste stehen. In der Liga sind wir auf Platz 5. Ich würde sagen, das ist ordentlich. Das Pokalspiel gegen Vallecano werde ich jetzt ausnahmsweise mal schnell simulieren. Einfach, weil das noch nicht in der Abstimmung mit dabei sein konnte. Und wir auch einfach ordentlich vorankommen wollen. 3 Tore von mir sorgen dafür, dass wir relativ souverän in die nächste Runde einziehen können. Das Krasse ist, dass wir halt jetzt schon wieder im Pokal spielen. Dieses Mal gegen Valencia. Das ist schon nochmal ein stärkerer Gegner. Aber ich werde auch das schnell simulieren. Einfach, weil ich eine ganz bestimmte Partie unbedingt noch mitnehmen möchte in dieser Episode 3-2. Also ich weiß nicht, ob das mit den Pokalduellen genauso gut gelaufen wäre, wenn ich das selbst gespielt hätte. Wir kommen direkt mal 2 Runden weiter. Ey, warum ist denn jetzt schon wieder ein Pokalspiel? Wie komisch ist denn das hier bitte? Da ist einfach jeden Tag jetzt ein Pokalspiel. Und es ist jetzt schon das Viertelfinale. Und ich möchte eigentlich vorankommen bis zu diesem Spiel hier, auswärts gegen Real Madrid im Camp Nou. Und dann nächste Folge, ihr habt es ja gesehen, Europa League gegen die Fiorentina. Das heißt, ich werde auch das Spiel jetzt wieder schnell simulieren. Ich habe halt nur Angst, dass dann direkt danach das Halbfinale stattfindet. 3-0. Wir marschieren durch diesen Wettbewerb. Mittlerweile ist Transfer Deadline Day. Da müssen wir natürlich mal ganz kurz abchecken, was der FC Barcelona so getrieben hat auf dem Markt. Hoffentlich haben wir ordentlich eingekauft. Haben wir 217 Millionen ausgegeben für Ferland Mendy, neuer Linksverteidiger, natürlich von Real Madrid. Matty Cash ist, glaube ich, neuer. Da stand er jetzt gar nicht dabei. Und dazu noch einen 88er Ruben Neves. Endlich mal wieder ein guter zentraler Mittelfeldspieler. Also das sind echt brauchbare Transfers. Damit kann man definitiv angreifen. Und mir ist aufgefallen, dass wir hier jetzt auch ein Transferangebot haben von Manchester United.
mit. Aber ich habe ja schon gesagt, da werden wir jetzt auf keinen Fall hinwechseln. Wenn überhaupt, wäre das ein Thema dann für die nächste Saison. Ich meine, wir wechseln so schon sehr, sehr oft hin und her. Aber man muss es jetzt auch nicht komplett übertreiben. Vor allem, weil es noch einige Aufgaben hier beim FC Barcelona zu erfüllen gibt, auf die ich auch eigentlich Bock habe. Wie zum Beispiel hier jetzt dann die Europa League oder jetzt am 3. Februar der El Clasico. Und wie versprochen, den gibt es noch in dieser Episode. Das Spiel hat ja immerhin die Abstimmung gewonnen. Und das Geile ist jetzt natürlich, dass es im Estadio Santiago Bernabeu stattfindet. Dafür hat EA zum Glück die Rechte. Also es wird absolut fantastisch aussehen. Karim Benzema mit dem Anstoß. Pedri, der verlorene Sohn, mit dem zweiten Ballkontakt. Das ist jetzt natürlich schon eine überragende Truppe, gegen die wir hier antreten. Jetzt Ousmane Dembélé. Ich versuche den zurück zu Ousmane. Der kommt nicht schlecht mit der knappen Geschichte. Ousmane setzt sich durch. Und Ousmane schießt ihn rein. 10. Minute. Was ist denn mit meinen Mitspielern auf einmal passiert? Wieso können die denn auf einmal Fußball spielen? Ich weiß nicht, woran es liegt, aber die verhalten sich so viel besser jetzt hier, wie er sich da durchsetzt. Courtois sieht nicht so extrem gut aus. Ey, aber allein ist es Zusammenspiel, wie gut das da gerade funktioniert hat. Warum habe ich die Schwierigkeit nicht schon viel früher umgestellt? Der ist ein Ticken zu lang, aber was macht denn der Abwehrspieler da? 2-0, Philippe Coutinho. Jetzt wird's aber ganz wild. Ich glaube, das war Verissimo. Nee, Bastoni soll es gewesen sein. Verliert da den Ball. Jetzt machen die gegnerischen Spieler auf einmal die Fehler, die vorher meine Mitspieler gemacht haben. Aber Real Madrid solltest du nie abschreiben. Und deshalb mache ich hier jetzt einfach das 3-0. Ey, was ist denn mit den Keepern los? Wie hält der den schon wieder? Deshalb erzielen wir einfach jetzt das 2-0. Ousmane Dembélé mal wieder mit einem traumhaften Lauf. Ich glaube, das wird mein neuer bester Freund. Hier zeigt der Umstellung. Lege ich dem ein Tor nach dem anderen auf. Der läuft da perfekt zwischen den Innenverteidigern. Genau so muss das aussehen. Nur was halt mal wieder jetzt noch fehlt, ist das Tor für mich selbst. Aber da ist es. Eiskalter Abschluss, das 4-0 gegen Real Madrid. Ja, jetzt schön langsam habe ich doch das Gefühl, dass es ein bisschen zu einfach ist. Aber es bockt sich halt trotzdem so viel mehr, Mann. Da kann ich mich jetzt sogar ohne schlechtes Gewissen in der 68. Minute für Ferran Torres auswechseln lassen. 2 Vorlagen, 1 Tor. Ich hoffe mal, unsere Jungs verkacken das jetzt nicht noch. Nein, es geht 4-0 aus. Was ein grandioser Sieg im El Clasico. Da gibt es einiges zu feiern, würde ich sagen. Und es steht auch schon wieder die nächste kranke Partie auf dem Plan. Dieses Mal das Halbfinale in der Copa de España gegen natürlich Atletico Madrid. Haben wir schon in dieser Folge gegen die gespielt, aber wahrscheinlich in der nächsten dann wieder. Außer ihr stimmt natürlich anders ab. Das Duell kommt rein in die Abstimmung. Da gibt es ein Rückspiel auch noch. Dazu das Europa League Duell gegen Florenz. Ich werde wahrscheinlich jeweils das Rückspiel dann zocken. Außer ihr stimmt, wie gesagt, anders ab. Mallorca ist dabei, Vallecano, Getafe. Dann haben wir hier noch Bilbao, Osasuna, Real Sociedad, Valladolid. Und wir nehmen auch noch den kompletten April mit rein. Ich glaube aber nicht, dass wir so weit kommen werden. Es hängt halt vollkommen davon ab, ob wir hier im Pokal und in der Europa League weiterkommen. Wenn wir da rausfliegen, dann könnte es schon passieren. Lasst auf alle Fälle noch einen Daumen da, damit wir auf alle Fälle die 10.000 Daumen nach oben knacken. Danke für euren Support. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, euer Fern. Es ist schon auch echt wieder einiges passiert in dieser Folge. Mittlerweile nehme ich, glaube ich, auch immer ein bisschen zu lange auf. Es waren jetzt ungefähr 1 Stunde 20 Minuten, glaube ich. Aber ihr wünscht euch ja längere Folgen.